So, und da sind wir wieder bei The Walking Dead. Und jetzt schauen wir uns nochmal hinten im Zug um. Wir sollten ja Wasser hier drin finden noch. Deswegen gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja was. Ich habe mich hier nämlich nicht wirklich richtig umgeguckt. Da ist doch Wasser. Take this to catch. Und jetzt sollten wir mal eben hier. Ja, aufhebeln, das hört sich dann wohl eher nach dem anderen Werkzeug an. Da komme ich mit dem Schraubendreher da auch nicht besser. Oh, was ist das? Was war das denn gerade für eine Animation? Erstmal die Arme ausstrecken. Yoga. So. Kekse geben. Ach, das waren Kekse. Thank you. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Was hatte Wasser jetzt mit Bienen zu tun? Here, I found these. If Duck's up for it. Thank you. That's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. Ja, ich habe auch immer Gemüse gehasst und jetzt mag ich's aus irgendeinem Grund. Komisch. Wie geht's, Duck? How's Duck? Oh. Could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Aber jeder verliert diesen Kampf. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did he? Are you okay? I know you were fond of her. Alles okay? Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt. I'm used to it by now. We all are, aren't we? She murdered her, Lee. I was there, Kat. I'm sorry. Alle Menschen, die dir was bedeuten, die werden um dich herum wegsterben. Und deswegen sollte man besser damit klarkommen. Have you heard anything out of Lily in there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Anyway, let me know if anything changes here. Ken took off in a hurry. We think the train might actually work. Trying to find out how to start the engine. How? I have no idea. Well, someone must have known, right? You're right. Ja, vielleicht finden wir eine Anleitung oder so was Ähnliches. I got no idea how to get the engine started. That guy in the cab probably knew. Yeah, well, he isn't talking. Well, he had to learn it somewhere. Ja, meine ich ja. Hey, Clem. What are you going to do with Lily? Keine Ahnung, sie irgendwie bestrafen. Nichts, irgendwie bestrafen. She killed her. Yeah, it's horrible. Aber es ist auch nicht besser, wenn man auf andere Leute schießt, die nicht in deiner Gruppe sind. Gucken wir hier nochmal rein.
Immer noch angekettet, okay. Für den Fall der Fälle, man kann ja nie wissen. So, ich hole mir jetzt erstmal das andere Werkzeug zum Aufhebeln, damit wir da auch was reißen können. Und dann kommen wir vielleicht hier endlich weg. Für den Moment ist das hier je noch sicher. So, aufhebeln. Das ist doch ein Universalschlüssel, der kann aufhebeln. Sollte er auf jeden Fall können. Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber wir wollen hier ja im Moment keinen töten. Wir wollen nur, dass der Zug wieder klappt. Dafür müssen wir ein bisschen was lösen. Hier, jetzt sollte das aber klappen. Willst du mich eigentlich verarschen? Eben hast du mir noch gesagt, dass du es aufhebeln sollst. Jetzt brauchst du übelste Kraft. Soll ich jetzt doch noch das dritte Werkzeug nehmen, oder was? Gut, dann mache ich das halt. Aber wenn das auch nicht klappt. Dann will ich ein bisschen mehr Logik sehen und keine Zeitlupenläufe. So, letztes Mal reingucken jetzt hoffentlich. So, Bolzenentferner könnte aber auch gehen, glaube ich. Der lässt sich ja auch so ein bisschen feststellen und so größer machen, kleiner machen. Vielleicht klappt es mit dem. Ich hoffe es, ich will nicht nochmal zurückgehen. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ernsthaft? Kein einziges... Ah, das kann doch nicht sein. Sind etwa doch noch mehr, oder was? Ja, Zeitlupen laufen kannst du später machen, ey. Gab's hier denn nicht noch was? Ich meine ja nicht. Naja, hier gab's nur diese neuen Schalter. Wo die 9 steht. Da war ja auch überall nichts. Vielleicht finden wir hier vorne noch was. Sind aber komische Kinder. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Hilft uns jetzt aber eigentlich auch nicht weiter, wenn wir Kenny das erzählen. Der regt sich dann darüber auf, toll. Das bringt uns aber auch nichts. Klappt das jetzt vielleicht? Ich glaube es ja nicht, aber vielleicht mussten wir ihm das auch gerade erst erzählen und dann klappt das erst. Dann ist er erst schlau genug, das aufzumachen. Ich glaube es nicht. Hohe Gewalt. Hohe Gewalt findet man wo? Und hohe Gewalt kann man womit erzeugen? Na, vielleicht ist hier noch was Wichtiges.
kriegen diese Werkzeuge ja nicht ohne Grund. Vielleicht muss ich auch nur noch mal das erste nehmen. I better get back to it. Ja, das war ja eine tolle Konversation. Ist hier drin vielleicht noch was? Da sieht nicht aus, als wenn hier noch was wäre. Ne, glaub nicht. Nehmen wir uns nochmal ein anderes Werkzeug und versuchen es dann. Hoffen wir einfach mal. Obwohl uns das eigentlich auch nicht wirklich was bringen wird. Immer nur das Gleiche zu versuchen. So, probieren wir nochmal den Schraubenschlüssel. Der sieht mir so auffällig aus und deswegen könnte es vielleicht jetzt nochmal klappen. Er hatte ja eben auch was ganz anderes gemacht, als der den Schraubenschlüssel damit benutzt hatte. Meine ich zumindest. Und bei den anderen beiden Werkzeugen hat er immer nur... Ja, wir brauchen voll viel Kraft dafür. Ja, jetzt sagt das auch wieder. Was für eine Kraft? Und wo kriege ich die her? Alter. Können wir vielleicht vorne noch was machen? Ich gucke jetzt wirklich alles nach. Vielleicht haben wir ja mehr Kraft, wenn der Zug versucht zu fahren und dann können wir da drauf schlagen und dann fährt der Zug uns weg. Ist dann auch ein bisschen scheiße. Hey kid, what's up? Bist du okay? Jetzt über Duck reden. Wir brauchen etwas für den Zug. People take notes, right, when we're working on stuff like this? We're smart guys, we can figure it out. Ah, das sagen wir dem besser nicht. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Finde einen Weg, den Notizblock zu lesen. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Ja, das hast du schon gesagt. Damn, pages are gone. Aber da fällt mir, glaube ich, eine Person ein, die uns dabei helfen könnte. Den Notizblock wieder lesbar zu machen. Total realistisch, was ich da gerade gemacht habe. Und vielleicht kann ich danach dann auch mal was hinbekommen. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Okay, dann sollten wir in den Wohnwagen zurückgehen. Also doch schon wieder in den Wohnwagen. Immer müssen wir da rein. Ja, da ist doch ein Stift. Den können wir gebrauchen. Keine Bewegung. Geh, ich werde dich stoppen. Geh. Go. Now. Come with me. We can take the RV right now. He left the keys in it. Auf keinen Fall. Ah, go. No way. Didn't think you'd say yes. I can't let you take the RV. It would be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am.
She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Na, das war jetzt irgendwie eine dumme Aktion. Allein ist man nicht stark. Und außerdem, das bringt doch sowieso nichts. I'm glad she's gone. With our only reliable vehicle. Maybe, man. Maybe. Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Ja, ich kann mich, oh, jetzt kann ich mich bewegen. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Machen wir jetzt erstmal den Notizblock wieder klar. Das können wir wenigstens tun. Mit dem anderen Zeugs klappt ja irgendwie nichts so richtig. Aber ich bin sicher, mit dem Notizblock können wir das ändern. This is it. Instructions on starting the engine. Pages ago. I can kind of see the indentations from the writing. Ja, dann nutzt doch den Stift. Verfaultes Mittagessen. Ja, das liegt da schon ein bisschen länger. Perfect. You can read it now? Yeah. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Na, dann machen wir das mal. Jetzt wüsste ich nur gern. Oh. Ja. Ich glaube, ich hab's verstanden. Zwei runter, ein hoch. Hoch, runter, hoch. Okay. Zwei runter, ein hoch. Hoch, runter. Achso, zwei hoch. So. Son of a bitch! Whatever you did, lit the dash up! So far, so good. Dann gehen wir mal auf 5. Da muss einer nach zur Seite gedreht sein und der andere nach oben. Unten. Now we're talking. Okay. Dann hätten wir das hier, glaube ich, schon mal fertig. Hier hatten wir aber auch noch eine Zahl, ne? Hier hatten wir doch die 9. Brauchen wir die 9? Sollte vielleicht erstmal gucken. Ja, 9 brauchen wir. Erst nach links und dann nach rechts, oder? Ja, erst nach links, dann nach rechts. Links. Und rechts. Ah, läuft doch. Holy shit, we're golden. Naja, nicht wirklich. Das Ding ist aber laut. Ja, sind wir. There we are, golden. Feels good. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Das bringt uns aber auch nicht für immer irgendwas. Und wir müssen immer noch das Teil dort hinten fertig kriegen. Kommen wir eh nicht weg. Ja, der Teil fällt um, wenn ich daran ziehe, oder nicht? Ja, sag ich doch. Hat er den Rost gelockert? Ja. We're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Ja, der Rost ist jetzt gelockert, denke ich mal. Hat man ja gerade auch so ein bisschen gesehen, dass so Staub runtergefallen. Jetzt sollte es klappen. Wo
dann können wir hier endlich weg. Ja, klappt doch. Hey Kenny, we're loose. Und hier gibt es auch nichts mehr zu tun. Ich nahm die Karte mit den Zugstrengen. Still kind of freaking me out. Trained folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Willkommen, was machst du so, Mann? Hast du Süßigkeiten? Willkommen. Welcome. Thank you. You bet, Kitty. Sure did. Man shares my love of the road. That's for sure. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on the... Stay with us. We'd like the company. So, aber jetzt würde ich erstmal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!